Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider 2. Wir setzen den Schlüssel ein und zwar Trapdoor Key, also Falltür und Schlüssel. Und es geht weiter im Kloster von Bokhang. Wir werden auf jeden Fall das Level in der Folge beenden, weil wir, glaube ich, unten sehr schnell die Gebetsrolle finden werden und nicht so viel dafür tun müssen. Dann werden wir das Level schnell beenden. Ach ja, hier sind wir jetzt, ich erinnere mich. Allein Bernstein ist ja auch gerade im Kloster von Bokhang. Hat das Let's Play Ende Mai begonnen? Ich bin, hab's gerade mal eine Woche und bin jetzt genauso weit. Oh oh. Ach ja, das ist die Tür zur großen. Oh mein Gott. Seht ihr das? Guck mal nach da oben. Das ist eine Wand, die fail-programmiert worden ist. Wenn man nach da oben guckt, dann erscheint sie. Ja, eine fail-programmierte Wand von Core Design. Ja, das freut uns doch immer, wenn es solche schönen Bugs gibt. Ist manchmal, was heißt das eigentlich, immer was zum Lachen dabei. Wir haben jetzt alle voll gelacht. Ach, jetzt sind wir ja hier. Okay. Wir haben uns natürlich alle total gelacht. Das muss auch sein, wenn Core Design mal einen Fehler macht. Also, die haben schon ein paar Fehler gemacht. Ich sag nur Tomb Raider Angel of Darkness. Aber das war ja kein absichtlicher Fehler. Das sind ja auch keine absichtlichen Fehler. Aber sowas muss man erwähnen. Und da kann man auch mal drüber lachen, finde ich. Ah! Okay. Jetzt kommt man nur hier wieder hoch. Oh. Mensch, Lauer. So, hochziehen. Kann nicht so schwer sein. Sollte auch nicht zu lange dauern, Lauer. Kannst du hier drüber laufen? Oh, darf ich ausrasten? Ja. Darf ich böse zu Lauer sein? Ja. Darf ich böse zu Korte sein? Ja. Also, dass ich alles heute für Gründe habe hier. Oh, es ist auch wieder tatsächlich spät. Es ist hier nicht gerade auf der Uhrzeit sehe. 18.25 Uhr. Ich will zwei Folgen aufnehmen. Wisst ihr, warum ich auch so spät? Ich habe die Folgen gerade eben hochgeladen, die beiden. Wollte sie eigentlich nach 3:30 hochladen heute Nachmittag oder um 3 schon. Hätte ich auch geschafft, aber dann waren sie halt erst 18.15 hochgeladen. Also 6:45. Nicht schlimm, damit nehme ich jetzt nochmal auf. Ist ja nicht so tragisch. Auch gerade eben habe ich was hochgeladen, hat mir schon mal eine Testaufnahme aufgenommen. Ich lade was, ich habe zwei Videos hochgeladen und ich war sehr angenehm überrascht. Es hat wirklich so gut wie nicht geruckelt. Ja, und jetzt, wenn ich nicht aufnehme, ist eigentlich auch ganz gut. Naja, ich muss sagen, wirklich ab Tibet, wie ihr seht, ab Tibet läuft hier alles flüssiger. Davor gab es immer wieder Verrucklungen, weil ich jetzt endlich eine Einstellung gefunden habe. Ich will kein Medipack mehr nehmen für das Level. Gut. Das ist, glaube ich, der letzte Gegner oder so. Und dafür braucht man, weiß Gott, kein Medipack mehr. Nee, wie viel Gegner haben wir schon besiegt? Wie sieht's denn aus? Ah, wir haben schon 1,5 Medipacks genommen. Mehr will ich da auch nicht nehmen. Oh, der hat M16 Munition für uns. Oh, das freut mich. Wie viel haben wir da jetzt? 353. Yes, ich glaube, der Meister hat jetzt, glaube ich, 800. Aber wir haben ja einige Male mit der M16 rumgeballert, weil die echt super geil ist. Ah ja, da ist ein Mönch, den dürfen wir jetzt natürlich nicht treffen. So, nicht den Mönch abballern. Ja, den machen wir die Schutzstelle. Ist hier ein Gegner irgendwo? Ich habe da so einen bekloppten Gegner hecheln. Ich höre ihn hecheln. Ah ja. Nein. Ich weiß wie. So, aber, oder? Ja. So, das wird eigentlich gehen. Okay, dann müssen wir jetzt auch zur letzten Gebetsrolle kommen. Ich habe jetzt mal fast verpennt, weil ich mich erst in die Richtung gedreht habe, zur Tür gelaufen bin, habe ich gewundert, wo ist die Gebetsrolle. Bin ich eigentlich nochmal zurückgelaufen, ja. So, hier ist sie. Aha. Speichern. So, und gucken. Die Seraphen, wir haben Prior Reels 5 und wir brauchen 5 Gebetsrollen. Ja, wir haben also alle 5 gesammelt. Und die Folge geht nicht mehr 5 Minuten. Ich werde es trotzdem beenden, wenn das Level zu Ende ist. Und dann die nächste Folge im nächsten Level beginnen. Oh oh. 1 gegen 1 sollte der Mönch eigentlich schaffen. Ach, guck mal, da unten ist schon einer tot. Also der Mönch hat alleine gegen zwei Menschen angekämpft. Zwei. Oh, wie rennen die denn da rum?
Finde ich speichern, falls ich jetzt doch den Mönch angeschossen habe, lade ich jetzt wieder. Oh, bitte nicht der Mönch. Komm, Mönch, mach ihn fertig. Mönch, komm. Ja, sieht gut aus. Wenn ihr das. Also wenn die stehen bleiben, die Gegner. Nein! Oh, das hat so wenig gefehlt. Der war wirklich fast tot. Der arme Mönch, naja. Gegen zwei musste er kämpfen, gegen einen noch überlebt, aber die Mönche sind noch ein bisschen blöd. Also, die sind zwar ziemlich stark, aber manchmal sind sie ziemlich dämlich. Jetzt mal ehrlich sagen. Aber ich muss sagen, wirklich, das Level gefällt mir wahnsinnig gut. Gott auf jeden Fall mit. Ach, war der Gegner von vorhin. Er hat nur einzeln gegen einen gekämpft. Naja. Eigentlich sind die Mönche immer stärker. Naja, egal. Ja. Was will ich noch dazu sagen? Spektakuläres Level. Also, ich mag es wirklich sehr. Es gehört wirklich zu eines meiner Lieblingslevel auch von Tomb Raider 2. Natürlich alle zwei Venedig-Level. Also, nicht das dritte. Okay, Opernhaus kann ich nicht direkt mit dazu zählen. Ja, aber Todis Versteck. Und Venedig mag ich sehr, dann ist das Level eines meiner Lieblingslevel. Also die auf jeden Fall. Das ist eines meiner allerlieblingslevel. Und dann gibt es natürlich noch die Quartiere, das Wrack der Maria Doria. Die Level, die jetzt danach kommen, sind viele schön, außer eins. Das mag ich gar nicht, aber da kommen wir noch dahin. Das Level, da brauchen wir bestimmt auch 6 oder 7 Folgen, denke ich mal, für. Weil das Level noch umfangreicher und eigentlich noch größer ist, wie das hier. Und es hat extrem viele Fallen. Also wir werden wirklich in den nächsten Level, die es vielleicht nicht kennen, das Level, also das übernächste Level, das drittnächste Level, namens der Tempel des Xian, der hat so viele Fallen, da werden wir auch bei einigen Fallen sehr lange hängen. Naja. Aber erstmal kommen jetzt noch zwei Level, die ich wirklich hübsch finde. Also zwei Level, die jetzt kommen, das finde ich echt schön. Und das Level, was danach kommt, halt wieder nicht so schön. Aber wie ihr schon gemerkt habt, ich finde recht wenige Level in Tomb Raider 2 nicht schön. Kommt eigentlich jetzt eine Videosequenz? Ich glaube nicht. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass es eine Videosequenz kommt, gleich nach, wenn wir die alle eingesetzt haben. Ach, hier bin ich falsch. Wo muss ich die nochmal einsetzen? Ja. Okay. Hier ist das Tor zum Levelausgang und wir können ja mal zählen, weil ich habe das, glaube ich, noch nicht gezeigt. Eins. Ach, die sind schon drinne. Eins. Zwei. Drei. 4, 5. Okay, fangen wir doch mal an, die Eier zu setzen. Rein mit dem Prayer Wheel. Rein damit, Lauer. Ja. Tür hat uns immer angezeigt und geht natürlich erst auf, wenn alle 5 eingesetzt hat. Es gibt hier auch angeblich einen Bug, dass wenn man zum Beispiel 2 Gebetsrollen gefunden hat, die halt alle hier schon mal einsetzt und die halt oder nacheinander einsetzt. Wenn man dann mit der Zeit halt die 5. gefunden hat und die 5. einsetzt, dann geht die Tür nicht auf. Also man sollte es, ich habe es jetzt auch wirklich so gemacht und hat es auch so vor, wirklich erst, wenn man alle 5 Gebetsrollen gefunden hat, auch erst alle 5 hier einzusetzen. Sonst kann es halt einen Bug geben und die Tür öffnet sich nicht. Und manche sind ja so blöd, die benutzen nur einen Speicherstand. Also manche nicht, aber manche benutzen vielleicht nur einen Speicherstand in diesem Level oder allgemein, tut mir das war wirklich nur einen Speicherstand. Dann kann man das ganze Spiel von neu beginnen. Aber wir haben ja jetzt hier einige gemacht und ich habe ja einen Speicherstand jetzt hier von Anfang dieser Folge. Oh Gott, da müsste ich jetzt vielleicht noch 5 Minuten oder 10 Minuten spielen und dann konnte ich es ja nochmal probieren. Nee, ich habe ja vorher, hätte ja vorher schon welche eingesetzt, glaube ich. Das heißt, ich müsste das Level nochmal neu beginnen oder müsste einen Spielstand laden. Ja, halt einen Spielstand laden, der vor diesem Level ist, also im tibetianischen Hochland. Da müsste ich einen laden. Aber die Tür geht ordnungsgemäß auf. Mal darauf zugehen, müsste das Level Ende sein. Ich weiß nicht, ob eine Videosequenz kommt, aber diese Videosequenzen werden eigentlich aufgenommen, die jetzt kommen. Das sind so diese animierten Videosequenzen. Ich gehe jetzt mal darauf zu, mal gucken, was passiert. Falls die Videosequenz kommt, bis gleich. Ah, wir können den Seraphen hier einsetzen. Ah, hier machen wir mal den Seraphen einsetzen, ist das Level zu Ende? Bestimmt. Bestimmt. Ja. Der Seraph. Seraph. Ach so, ja, toll. Guckt mal, wir haben 5 Gebetsrollen eingesetzt, um den Seraphen einzusetzen und so eine kleine Tür zu öffnen. Also hier hätte ich mir ja wenigstens eine größere Tür gewünscht. Ich sage ja, ganz komisch, es kommt jetzt seit kurzem keine Musik mehr. Ich weiß nicht warum. Ich mag die Musik doch eigentlich so gerne, die hier immer kommt. Naja. Barkhang Monastery, auf Deutsch das Kloster von Barkhang. Oh, ich habe ein Secret vergessen. Ich weiß sogar, wo 2 Secrets in dem Level drin liegen. Ich weiß sogar, wo 2 liegen. Das eine habe ich ganz vergessen. Das war unter dieser Statue, die da stand. Wo wir auch lang geklettert sind. Naja, jetzt habe ich es einmal verpennt.
ein Geheimnis gefunden. 49 Minuten und 34 Sekunden gespielt, also fast 50 Minuten. Das Level ist wirklich sehr umfangreich. 17 Gegner besiegt. Dazu 1,5 Medipacks. Man muss wirklich sagen, eigentlich ist das für 17 Gegner sehr wenig. Da dürfte ich eigentlich normalerweise nur ein kleines Medipack nehmen, aber seit dem letzten Level, weil die Gegner eben einige stärker geworden sind, zählt diese Quote nicht mehr. Also ein kleines Medipack ab 15 Gegnern. Aber trotzdem, wenn man sich jetzt einfach so hört, 17 Gegner, 1,5 Medipacks, das für Schokokaninchen? Nicht so gut. Aber man muss sagen, wir sind auch in Kämpfe reingeraten und für... Wir wurden auch mal abgeballert und mussten auch selber mal kämpfen. Und daher wäre es eigentlich ganz gut. Und 4,41 Kilometer sind wir gelaufen. Das ist nicht viel. Mit meiner Schwester, als wir damals wirklich zum ersten Mal das gespielt haben, sind wir, glaube ich, 9 oder 10 Kilometer gelaufen. Oder sogar 11. Also es war richtig krass. Da kam man dann häufig bei... Ich glaube, wir mussten da 2 oder 3 Mal nachgucken. Wir kamen da überhaupt nicht zurecht mit dem Level. Naja, gut. Wir sehen uns dann hoffentlich gleich hier wieder. Ja, die Aufnahme geht 11 Minuten. Das passt doch relativ gut. Gleich im nächsten Level. Naja, dann bis gleich.